Die Klimakrise an sich ist meine größte Angst. Dass. Also die Angst ist, dass wir es nicht schaffen, damit klarzukommen. Dass wir unseren Egoismus, unser Streben nach Reichtum und unendlichen Ressourcen, unsere Ignoranz über alles andere stellen und damit diesen Planeten in großen Teilen unbewohnbar machen, dass wir in einer 8 Grad, 6 Grad wärmeren Welt sind, Kipppunkte in Gang gebracht haben, die entfesselte Reaktionen in Gang gesetzt haben, von denen wir heute vielleicht noch nicht mal die Ahnung haben, dass sie solche Ausmaße ausnehmen können, annehmen können. Wir wollten primär erreichen, dass das Klimathema nochmal vor der Wahl hochkocht, dass wir uns nochmal platzieren, auch im Vorfeld. Also es wurde ja auch im Vorfeld nochmal wieder viel mehr darüber gesprochen. Und genau das ist ja unser Ziel, die Öffentlichkeit, dass wir die bespielen und zwar intensiv und intensiv klar machen, was da eigentlich, ja, wie wichtig das ist. Naja, das Klimathema war halt schon echt im Hintergrund die letzten Jahre und der 25.09. Vor genau einem Jahr, 25.09.2020 war auch nicht so groß. Und also wir leben in einer völlig verrückten Zeit mit so vielen wichtigen politischen Themen und hat mir halt schon Schiss, dass irgendwie im Hintergrund ist oder dass die Leute einfach demomüde sind, was ich auch verstehen kann, dass man keinen Bock mehr hat. Ja, aber andererseits, wir haben wirklich gerade auch für diese Demo jetzt auch so viel Mobi gemacht, überall Plakate und Sticker und sowas hingehängt, Flyer verteilt, Postkarten und sonst sowas. Das wäre schon ein bisschen enttäuschend gewesen, wenn dann nur so wenig gekommen wäre. Doch, ich habe gelernt und ich kann sie so halb. Also wenn ich da immer drauf gucke, weiß ich so die nächsten zwei Sätze. Ja. Aber mehr dann auch nicht. Also ich war wahnsinnig aufgeregt und also es war nicht Angst von wegen. Also ich hatte keine Panik vor den Menschen zu sprechen, sondern eher, also das war so vor Menschen nach vorne treten, finde ich jetzt nicht schlimm. Aber halt irgendwie Angst, dass der Inhalt meiner Rede nicht gut rüberkommt oder dass ich mich halt total verhaspel und mich dadurch bei mir da war, so ein bisschen Angst. Ich bin so gespannt, wie viele Leute kommen werden. Was tippst du? Ah, ich rechne eher so mit weniger und bin froh, wenn es gut aussieht und wir so an die 10.000 kommen. Ich rechne mit mehr, ich rechne so mit 30, 40. Aber 30. Ja, seit gestern haben mir schon so viele Menschen gesagt, dass sie irgendwie Menschen kennen, die kommen und dass sie mit vielen rechnen. Und inzwischen bin ich glaube ja auch, ja, es können auch mehr kommen. Also ich wünsche mir 20.000. Annika hat gesagt, sie wünscht sich 40.000. Also ja, würde ich mir auch, ja, 40.000, ja, ab da drüber. Ja, zwischen 10 und 30 ist so meine Schätzung, aber genau ist das echt, ja, schwierig. Also ab 40.000 habe ich irgendwie nicht mehr so Lust, weil ich in diesem Sicherheitskreis bin und dann irgendwie Stress habe. Ja, Janis hat richtig Panik bekommen. Am Donnerstag, da war ich halt... Mit dem Ordner in. Ja genau, da war ich im Asta und war so... Und Pauline und ich haben uns darüber unterhalten, wie viele wir glauben, kommen. Und ja. Pauline so, ja...
wahrscheinlich schon so ein bisschen mehr als 20.000. Ich so, ja, also die Bundesebene rechnet damit, dass in allen Städten, die so groß sind wie Hamburg, so 50.000 kommen. Und ja, so, was? Nein, das geht doch nicht. Da müssen wir die Demo absagen. Ja, das tut mir leid zu sagen, da müssen wir die Demo absagen. Wir können das so nicht machen. Wir haben viel zu wenig Ordnern. Ach, das ist das Überleben. Solange niemand in die Altstadt springt. Am besten. Genau. Genau, die Weste einfach die ganze Zeit erstmal anbehalten, bis es irgendwie hell genug ist. Dann gibt es aber bestimmt nochmal eine Meldung, dass ihr die abnehmen könnt. Ja, es ist eine Vollsperrung, aber bitte trotzdem aufpassen. Es können immer mal irgendwie Autos auch irgendwo durchbrechen oder sowas. Also ich denke, Corona wird auch weiterhin eine Rolle gespielt haben. Es wird auch weiterhin Personen gegeben haben, die gesagt haben, die Demo klingt eigentlich ganz gut, aber ich weiß nicht. Ich glaube, diese Leute sind weniger geworden. Letztes Jahr waren sie noch viel präsenter. Also letztes Jahr habe ich das auch wirklich von vielen gehört, so, oh, es ist eine Demo nächste Woche Freitag, das klingt ja voll gut, aber sicher mit Corona, Ich finde mal beim Aufbau das Zeitmanagement sehr anstrengend, weil man kommt um 6 Uhr morgens an und ist so, ho, sind ja noch 6 Stunden und dann plötzlich ist es 10 Uhr und es sind nur noch 2 Stunden und dann ist es plötzlich noch 1 Stunde und man denkt so, Mist, wir müssen ja noch was machen. Ich habe so viel gearbeitet und so schwer geatmet, dass das jetzt alles hier kondensiert. Es ist ja auch arschkalt. Also das war ja nur so dünner, unangenehmer Nieselregen, der halt irgendwie nicht alles total nass macht, aber gerade für die Technik echt doof ist, weil es halt wirklich, die Technik wird dadurch doll nass. Und dann mussten wir noch schnell die Sachen abdecken und ich war halt auch gar nicht vorbereitet auf Regen, weil es war jetzt kein strahlender Sonnenschein, aber es sah halt auch nicht so aus, als würde es gleich regnen. Deswegen war es dann so plötzlich. Also ich dachte mir so, oh Mist. Wenn das jetzt noch doller wird, dann haben wir ein Problem. Ja, aber als der Regen aufgehört hat, ich habe das ja auch gar nicht so richtig gemerkt, weil es war jetzt so leichter Regen und plötzlich war der halt weg. Aber es war auf jeden Fall Erleichterung, als ich es dann bewusst gemerkt habe, so, es ist nicht doller geworden und es hat vor allem aufgehört, das heißt, die Leute kommen. Ja, also das war auch noch 2019, bevor ich überhaupt im Orga-Team war. Da war ich halt jede Woche auf der Demo. Als einziger aus der Klasse. Am Anfang waren noch Leute aus meiner Klasse ab und zu dabei oder andere aus meinem Jahrgang. Aber dann war ich halt irgendwann alleine auf den Demos und es sind auch weniger Menschen gekommen. Aber es kamen halt auch so Rückschläge wie dieses Klimapaketchen. Was es nicht wert, das Klimaschutzgesetz genannt zu werden. Und da hat eben dann diese Verzweiflung ist in Resignation umgeschlagen, in ein, okay, dann ist halt so. Bringt ja anscheinend nichts, mich zu engagieren, weil ich mich halt ja so alleine gefühlt habe, weil irgendwie, es schien angekommen zu sein, so halbwegs das Thema, aber halt auch irgendwie nicht. Und so wurde nicht genug darüber geredet. Und
Ja, dann bin ich auch zum Teil nicht mehr wöchentlich zu den Demos gegangen. Das fand ich dann witzig, dass dann aus meiner Klasse kam so, Herr Meier, warum, heute ist doch Freitag, warum bist du nicht bei der Demo? Und dann plötzlich, dass ich mich verteidigen musste, nicht zur Demo gegangen zu sein, obwohl die alle nie zu den Demos gegangen sind. Und ich so, ja, keine Lust. Ja. Und dann kam der 29.11. in Hamburg, der globale Klimaschreck, hatte ich dann wieder so ein bisschen mehr Kraft und wieder ein bisschen mehr Energie. Und ja, es sind ja doch noch Leute da. Können ja doch noch was machen. Aber erst so, nachdem ich da noch beim Orga-Team dabei war, kam ich dann nie mehr an den Punkt, dass ich... Also, doch, ich kam schon zwischendurch so ein bisschen an den Punkt, wo ich mir dachte, ey, aber was hat denn das noch für einen Sinn? Aber nie mehr, ich kam nie mehr ernsthaft auf die Gedanken, nicht zur Demo zu gehen, weil ich keine Lust mehr habe, sondern ich bin auch nicht zur Demos gegangen, weil ich mal in die Schule musste. Aber ich kam nie mehr auf den Gedanken, nicht zur Demo zu gehen, weil ich keine Lust mehr hatte. Weil eben in der Ortsgruppe eben genau diese Gemeinschaft war und das, was mir gefehlt hat, dieses wir stehen das irgendwie gemeinsam durch. Hallo, hallo. Oh. Hallo, 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 hallo. Hallo. Aha. Because the people got the power. Mann, das scheiß Megafon geht nicht. Hallo. Leute, das ist so krass. Ich komme noch nicht ganz klar. Hallo? Oh, hallo? 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 Ah, jetzt ist es wieder aus. Ich krieg keinen zu viel. Ja, ich hab das mit Wackelkontakt. Soll ich das erzählen, Leute? Nein, ich hab hier gleich ein Interview, das sieht cool aus. Oh Gott! Naja, also ich wollte am Anfang mitlaufen vor dem Frontbanner mit einem Megafon und Spaß haben und Sprüche rufen und mit den anderen coolen Menschen da. Weil, also das ist da halt immer eine besonders tolle Stimmung vorne, weil da sind die motivierten Leute und ja, also es macht da einfach besonders Spaß. Und dann hat mich dieses RTL-Team aber so lange warten lassen und so lange aufgehalten. Und dann der Demozug ist ja immer weitergelaufen. Und das war natürlich so ein bisschen doof. Wann kommen die denn? Weil die dann echt weit weg waren schon. Also ich weiß nicht, so einen Kilometer weiter oder so. Keine Partei hat einen Plan zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze. Und das ist fatal. Denn Klimaschutz ist keine parteipolitische Aufgabe. Ist zum Beispiel auch nicht nur Aufgabe der Grünen. Klimaschutz ist etwas, was alle machen müssen. Und nicht nur so ein bisschen hier und dort, sondern wir müssen die Klimakrise jetzt umfassend bekämpfen, damit ein Wandel noch umgesetzt werden kann. Hier in Hamburg äußern sich auch jetzt schon die Folgen der Klimakrise. Die Klimakrise ist kein Problem der Zukunft mehr. Die Klimakrise ist hier, sie ist da und sie schlägt auch hier schon mit voller Breite und Härte zu, wenn wir zum Beispiel auch auf die Fluten in Rheinland-Pfalz und so schauen. Es ist so toll, dass so viele Leute mutig auf die Straße gehen und vielleicht auch einfach eine unentschuldigte Fehlstunde in der Schule aus sich nehmen. Danke, dass ihr da wart und da seid. Vielen Dank, Maya. Bist du aus Hamburg? Ja, ich bin aus Hamburg. Alles klar. Man kennt ja sonst immer diese Neubauer. Danke dir. Tschüss. Alles Gute. Auf geht's! Okay. Weil dann geht die Demo. Ja, voll cool. Ne? Also, ist halt entspannt. Das ist jetzt ja nur ein kleines Interview gewesen, recht typisch. Aber ich habe mich gefreut, dass... Also, normalerweise reiten die Medien auch sehr viel darauf rum. Ja, wen wählt ihr denn jetzt? So. Findet ihr die Grünen ganz toll? Wollt ihr, dass alle die Grünen wählen? Und dann haken die auch noch 10-mal nach, obwohl wir Nein sagen. Und also nein, wir sprechen keine Wahlempfehlung auf. Aber die haben mich halt auch sowas gefragt wie, bist du mit der Demo zufrieden? Und dann ist es halt einfach auch mal ein schöner Moment zu sagen, ja, danke, dass ihr da seid. Weil Fridays for Future, das bin nicht nur ich, obwohl ich Pressesprecherin bin. Fridays for Future sind natürlich 1000 Leute,
die sich engagieren, aber es sind auch einfach 10.000 Leute, die auf der Straße sind. Und das muss natürlich auch gewürdigt werden. Ja. Wo laufen die hin? Zur Demo, darüber. Ja, darüber. Genau. Also die. Oh, die sind aber schnell. Ich sag Kohle, ihr sagt Stopp! Kohle! Stopp! Kohle! Stopp! Kohle, Kohle, Kohle! Stopp, stopp, stopp! What do we want? Justice! When do we want it? Now! What do we want? Justice! Meine Stimme fängt an, am Arsch zu sein. Aber es ist schlimm, wie bei Flo ist es noch nicht. Kurz vor 12 kamen plötzlich schlagartig so viele Leute. Aber man hat das ja vorhin auch gar nicht gesehen, weil ich konnte. Kann ja nicht alle Menschenmassen überblicken. Von der Bühne hätte man gesehen, wie schnell sich das gefüllt hat. Aber von unten habe ich nur mich ein bisschen in den Kopf gereckt und nur Menschen gesehen. Und das war das erstmal so, krass, sind ja nicht nur 10 Leute gekommen. Hat sich ja ein bisschen was auf jeden Fall gelohnt. Es sind immer noch tausende Demo-Teilnehmende an der Willy-Brandt-Straße. Wir müssen ein bisschen langsamer gehen, damit die wir hinten nicht auflaufen. Also wieder schön schreiten. Und dann kamen wir an und dann standen da immer noch Leute. Man hat vorne und hinten welche gesehen und war so, wow, hier stehen ja immer noch Leute. Und also ich glaube, da wurde es mir zum ersten Mal bewusst, okay, das sind nicht nur 40.000, weil dann, als wir das Ende des Demo-Tours gesehen haben, war ich das erste Mal so, das sind mehr als 40.000, eher 80.000. Und dann ist man so, oh, das sind ja 80.000! Also es war schon immer noch so ein, so, das hat eigentlich also ein bisschen noch mehr so psychischen Druck gemacht. Also einerseits, ja, Demo, aber Rede. Und also ich habe ja irgendwie immer wieder am Tag gesagt, so ja, ich muss mir auch gleich noch Zeit nehmen, die Rede zu üben. Und ich habe es die ganze Zeit nicht gemacht und um 10 Uhr habe ich es dann irgendwann mal gemacht. Und habe dann auch, während ich mit Maya zusammen geübt habe, festgestellt, oh Mist, ich verhaspel mich ja die ganze Zeit, das ist nicht gut. Und habe dann die Rede aber tatsächlich danach auch nicht nochmal wirklich geübt. Also ich habe danach noch ein bisschen gelesen, so. Aber ja, das war so ein bisschen, ich muss noch üben, aber irgendwie habe ich es nie dazu geschafft. Nochmal mein Kamera-Rucksack. Hier nur das Verschleppen des Ausbau erneuerbarer Energien anzuführen, reicht leider nicht, da das nur einen Bruchteil des krassen Versagens abbildet. Es gilt, egal ob auf EU, Deutschland oder sogar Hamburger Ebene, es wird blockiert, wo es geht. Das war schon so ein bisschen Schiss und ich war vor allem halt einfach voll aufgeregt, weil vor tausenden von Menschen, vor so vielen Leuten zu reden, das war schon ein bisschen sehr aufregend. Und dann die Rede nicht auswendig zu können, beziehungsweise nicht ganz zu können, hat es dann alles nur noch schlimmer gemacht und ich war die ganze Zeit so, aha, hoffentlich verkacke ich es nicht. Ein Riesenapplaus! Moin! Ich bin Maya von Fridays for Future Hamburg. Ich bin 15 Jahre alt und Schülerin. Genau wie ganz viele von euch, die wir hier mit Tausenden von Menschen auf der Straße stehen. Wir sind wütend. Wütend auf das Nichthandeln, was nun schon so lange anhält. Wütend auf die Klimakrise, die von so vielen Wissenschaftsleuten immer noch geleugnet wird. Wütend auf diejenigen, die sagen, es wird doch schon genug getan. Lasst das die Profis machen und geht zurück in die Schule. Wütend auf die katastrophale Klimapolitik. Also ich stehe hinter allem, was ich da gesagt habe und ich finde es auch voll wichtig und auch gerade so, also zum Beispiel der Anfang, wo ich gesagt habe, wir sind wütend auf die Klimapolitik und so weiter. Es wurde sehr viel zitiert und da war ich eigentlich ganz froh drüber, weil das halt so ist, wir sind wütend, wir wollen, dass etwas geändert wird und das ist nicht, weil wir sagen, boah, man könnte mal was tun, sondern da ist mit Emotionen dahinter und das war mir wichtig rüberzubringen. Egal, ob auf EU, Deutschland oder Hamburger Ebene,
Es gilt, es wird blockiert. Wandel in der europäischen Landwirtschaft, in dem zum Beispiel ökologische Landwirtschaft viel stärker gefördert wird als konventionelle, es wird blockiert. Eine Verkehrswende in Deutschland, in dem Verbrennermotoren zur Geschichte gemacht werden und ein ÖPNV ausgebaut wird, den sich alle leisten können, es wird blockiert. Ein schärferes Klimaschutzgesetz in Hamburg, weil das Bundesverfassungsgericht vor 5 Monaten geurteilt hat, dass die deutsche Klimapolitik zukunftsgefährdend und verfassungswidrig ist, es wird blockiert. Blockiert wird hier vor allem von den Parteien, die an der GroKo auf Bundesebene beteiligt sind. Die CDU in NRW mit Armin Laschet zum Beispiel. Oder eben die SPD in Hamburg mit Peter Tschentscher und früher Olaf Scholz. Ja, ihr habt richtig gehört. Die SPD ist in Hamburg die Partei, die stärkere Klimaschutzambitionen in den letzten Jahren vehement verhindert hat, wie zum Beispiel die gerade angesprochene Novellierung des Klimaschutzgesetzes. Selbst der halbherzige neue Vorschlag der grünen Umweltbehörde wird von der SPD seit Wochen blockiert, obwohl sie sich gleichzeitig selbstständig von uns Rückenwind bescheinigen. Doch auch schon bevor das Bundesverfassungsgericht das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung verurteilt hat und wir dadurch in die Situation kommen, dass auch das Hamburger Versagen öffentlich gemacht wird, wurde wirksamer 1,5 Grad konformer Klimaschutz jahrelang in Hamburg verschleppt. Der Mann, der über diese Zeit Hamburger Bürgermeister war, will jetzt Bundeskanzler von Deutschland werden und ist laut Warnumfragen auch auf einem ziemlich guten Weg dahin. Olaf Scholz. Der Mann, der klimagerechte Politik in Hamburg verhindert hat, will Kanzler werden? Ein Kanzler, der in der nächsten Legislaturperiode schnellstens handeln muss, da es die letzte Legislaturperiode sein wird, in der wir noch etwas tun können gegen die drohende Erderwärmung von 3 Grad Celsius? Olaf Scholz als Klimakanzler? Nein, ohne uns! Wir sind heute auf der Straße, um genau das klarzumachen. Klimazerstörerische Politik muss abgewählt werden. Es muss jetzt gehandelt werden. Fridays for Future geht seit 3 Jahren auf die Straße. Wir haben das Thema Klima auf die Tagesordnung, in die Stundenpläne, in die Meetings, in private Gespräche und in die Parlamente gebracht. Für einen Großteil der Menschen in Deutschland ist Klima- und Umweltschutz das wahlentscheidende Thema. Über die Hälfte hält den derzeitigen Klimapläne der Bundesregierung für unzureichend. Wir haben mit unseren nicht nachlassenden Protesten auf der Straße, egal wie schwierig es zwischenzeitlich war, das Thema Klima zum wichtigsten Thema der Gesellschaft gemacht. Was nun? Gemessen an den leeren Versprechungen, die einem überall entgegenschlagen und die dem dringlichen Handlungsbedarf gegenüberstehen, kann man verzweifeln. Man könnte heute nach Hause gehen und sagen, okay, wir haben es verkackt. Man kann aber auch, und ich bevorzuge diesen Weg deutlich, aus der Kraft, der Lautstärke, der Menge an Menschen, die hier auf der Straße stehen und zusammen alle fürs Klima sagen, Hoffnung schöpfen. Wir gehen heute alle mit Hoffnung nach Hause, denn es ist noch nicht zu spät. Das sagt die Wissenschaft hier in Deutschland und auch weltweit. Es ist noch nicht zu spät. Wir können das Ruder noch herumreißen. Wir können diese Welt zu einer besseren Welt machen, weil es möglich ist. Wir sind nicht mehr aufzuhalten, nicht mehr zu stoppen, egal wer oder was kommt. Also lasst uns weiter auf die Straße gehen. Heute und immer, immer wieder, wenn es heißt, what do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? Dankeschön. Ja, dieser Teil der Rede war mir tatsächlich auch ziemlich wichtig, dass ich halt nochmal sage, so ja, man könnte, wenn man sich das alles anhört, sagen, wir haben es verkackt, wir gehen nach Hause und sind jetzt alle verzweifelt, weil vor einiger Zeit, vor mittlerweile über 1,5 Jahren, nach einer Großdemo in Hamburg, kam mal einer, den ich kannte, zu mir und war so,
ja, wir sind nach der Demo nach Hause gegangen und waren so, ja, es ist alles hoffnungslos, es ist alles verloren, warum sollte man noch was tun? Und da dachte ich mir damals so, okay, das ist ja leider ziemlich falsch angekommen, weil ja, es sieht nicht gut aus. Aber es sieht eben auch sehr gut aus, dass wir eben noch was tun können. Sondern mutig dem entgegenschauen, was da kommt. Denn wenn wir nur ängstlich sind und verzweifelt, dann ist das vielleicht eine Emotion, die uns sozusagen erwachen lässt, aber die kann uns auch lähmen. Und deswegen müssen wir irgendwie hoffnungsvoll und mutig vorangehen. Und eben vorangehen. Nicht zu Hause sitzen und sich denken, können ja noch was tun. Sondern auf die Straße gehen, wählen gehen. Die Wahl ist jetzt vorbei, aber es werden weitere Wahlen kommen. Die Meinung äußern. Wenn man nicht außerhalb der Demos mit Leuten im Umfeld reden, weil es braucht eben nicht nur Veränderungen von jeder einzelnen Person, es braucht die Veränderung in der Gesellschaft.